heiße Ferda Attermann, ich bin Journalistin, engagiere mich in einem Verein namens Neue Deutsche MedienmacherInnen, die sich für mehr Vielfalt in den Medien einsetzen und darf sie heute durch den Abend führen und freue mich sehr und habe in der Vorbereitung leider sehr viel gelernt, was mir nicht nur gefallen hat. Das Thema des Abends steht da, rechte rassistische Strukturen in den Berliner Ermittlungsbehörden. Ich habe auf der Seite der Bundesregierung einen aktuellen Text gefunden zu dem Thema und der geht so, also sozusagen die Selbstpositionierung zum Thema, was macht eigentlich Rechtsstaat und Ermittlungsbehörden und Sicherheit aus. Wir wollen einen starken Staat, der Sicherheit schafft und Rechte wahrt. Dazu haben wir Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden besser ausgestattet. Der Bekämpfung des Extremismus und des Antisemitismus räumen wir oberste Priorität ein. So. Im Berliner Kontext ist davon relativ wenig zu spüren. Seit Jahren werden in Neukölln Anschläge von Rechtsextremisten verübt, bislang ohne Ermittlungserfolge zu verzeichnen. Wenige Monate nach der Selbstenttarnung des NSU wurde ein junger Mann namens Burak Bektaş unvermittelt an der Bushaltestelle erschossen, 2012. Bis heute ist der Fall nicht aufgeklärt. 2018 kam heraus, dass sich Berliner LKA-Beamte extremistische Kurznachrichten schicken, unter anderem mit dem Nazi-Code 88, ohne strafrechtliche Folgen. Ein LKA-Beamter trifft sich in einer Kneipe in Rudow mit jemandem, der verdächtigt wird, an den Anschlägen in Neukölln beteiligt zu sein. 2017 gab eine LKA-Beamtin Adressen von linken Aktivistinnen an einen Polizisten weiter, der diesen anonym einschüchternde Drohbriefe schickte. Der verbeamtete Täter akzeptierte einen Strafbefehl über 3.500 € und gilt als nicht vorbestraft. Der Strafbefehl wurde, das ist auch interessant, wegen Verstoßes gegen das Datenschutzgesetz verhängt, nicht wegen der Bedrohung. Heute Abend wollen wir mit Expertinnen aus Politik, Medien und Zivilgesellschaft zwei Fragen diskutieren. Alltägliche Polizeiarbeit, wird also Extremismus und Antisemitismus tatsächlich auch in Berlin, das auch hätte ich mir vielleicht sparen können, prioritär behandelt? Und zweitens die Frage nach den internen Strukturen, wie gehen die Behörden mit rechtsextremen Strukturen und Tätern in den eigenen Reihen um? Die Fragen haben wahrscheinlich auch haben miteinander zu tun, sind aber unbedingt, glaube ich, auch getrennt zu betrachten. Aber das können Sie alles dann gleich nochmal erörtern. Ich würde gerne mit dem ersten Themenkomplex anfangen, nämlich der alltäglichen Polizeiarbeit und was sich nach dem NSU oder ob sich etwas verändert hat. Und fange an mit Helga Seib. Sie ist Politikwissenschaft. Ach so, genau, ich mache das hier so ein bisschen Markus Lanz-mäßig. Ich rede immer mit den einzelnen Leuten und dann reden sie hoffentlich auch ein bisschen miteinander. Und nach einer Stunde ungefähr, vielleicht auch früher, wir gucken mal, würden wir das Podium öffnen und auch kurze Statements beziehungsweise lieber noch Fragen aus dem Publikum mit aufnehmen. Also wenn Sie es gar nicht mehr aushalten, dann können Sie mir so flirten, also wie sagt man so Zeichen geben, aber natürlich so, dass sie die nebenbei neben ihnen nicht stören, aber mich erreichen. Helga Seib, wir fangen an. Sie sind Politikwissenschaftlerin, arbeiten seit 2001 bei Reach Out als Opferberaterin. Sie haben schon vor über 30 Jahren die antirassistische Initiative Berlin gegründet und auch KOP, die Kampagne gegen rassistisch motivierte Polizeigewalt. Und seit 2012 sind Sie in der Initiative für die Aufklärung des Mordes an Murat Bektaş tätig und aktiv. Vielleicht fangen wir direkt damit an. Der Mord an Murat Bektaş 2012 war ein halbes Jahr nach der NSU-Selbstenttarnung. Würden Sie sagen, die Ermittlungsbehörden haben aus dem NSU-Desaster gelernt? Was sind Ihre Beobachtungen seither bei Reach Out? Ja, also man müsste vielleicht dann erstmal sagen, was war denn vorher? Also vorher hatten wir Fälle von unserer Meinung nach eindeutig rassistischem Hintergrund von Taten, wo den Betroffenen ausgeredet wurde, dass es sich um Rassismus handelt, sondern doch vielleicht eher um familiäre Gewalt, wo Leuten irgendwie
die einen Angriff, also wo die Leute dachten oder fest davon überzeugt waren, das war jetzt irgendwie ein rassistischer Angriff, und dann sich herausstellte nach LKA-Manier, nee, war es gar nicht. Solche Sachen sind vorher jahrelang passiert. Es ist auch passiert, dass ein großer Angriff in Neukölln, das war schon 2003, Jugendliche aus Kreuzberg überfallen worden sind, von einer großen Gruppe von Nazis zusammengeschlagen worden sind und die Ermittlungen so lange gedauert haben, also 3 Jahre, bis es zum Prozess kam, und dann in der Zwischenzeit die gleichen Nazis, also die an diesem Angriff beteiligt waren, dann eben 2004 in Köpenick einen vietnamesischen Mann halb totgeschlagen haben. Gleiche Nazis. Das heißt, die Verschleppung von Untersuchungen, die Verschleppung von Anklagen führt dazu, dass sozusagen Nazis straffrei entweder ausgehen oder eben andere Taten folgen, die sozusagen vermieden hätten werden können. Als Burak getötet worden ist, war sozusagen die Hochzeit einer wieder einmal Serie. Manche der Betroffenen aus dieser Serie 2011, 2012 sitzen auch hier. In der Nacht davor, am Abend davor, haben wir eine Veranstaltung gemacht wegen dieser Serie, wegen der ständigen Angriffe auf Häuser, auf Leute, Brandstiftungen etc. Und haben dort auch gefordert, dass das in einem Zusammenhang gesehen werden muss und es nicht reicht, irgendwie mal hier, mal da zu gucken, sondern eben das zusammen zu denken. Das ist so alles nicht passiert. Als wir diese Veranstaltung gemacht haben, danach, in der gleichen Nacht, ist Burak erschossen worden. Wir hätten die Vorstellung gehabt, dass man sozusagen im Umfeld der Tat mal guckt, was war denn in dieser Nacht los? Und dann mal überlegt irgendwie, okay, wir haben da eine Veranstaltung gehabt, antifaschistisch, da gab es Leute, suspekte Personen, die verwiesen worden sind des Ortes, weil sie Nazis waren, weil sie nicht in den Saal reinkommen sollten. Und wir haben jahrelang versucht rauszufinden, was waren das für Leute? Das konnten wir bis heute nicht rausfinden, weil es gar nicht notiert worden ist, weil niemand sich dafür interessiert hat. Ich denke mal, dass die Polizeibeamten, die dort eingesetzt waren, das wissen konnten, wen sie dort verwiesen haben. Das ist aber nie abgefragt worden. Die sind nicht befragt worden. Die sagen, sie haben verwiesen, aber man weiß nicht wen. Und bei der Clankriminalität wurde uns gesagt, wir erkennen unsere Schweine am Gang. Ich würde mal sagen, dass das LKA, die eingesetzten Polizeibeamten, die dafür da waren zu beobachten, wissen, wer da war. Das sind so Hinweise darauf, dass Dinge einfach nicht gut genug untersucht werden. Burak ist erschossen worden und 3 Jahre später ist ein anderer junger Mann erschossen worden, nämlich Luke Holland. Der ist von einem Mann erschossen worden, den wir auch nicht als Nazi bezeichnen dürfen, aber der ein Nazi ist, weil er nämlich in seiner Wohnung alles voll mit Devotionalien hat und Hitlerbüste und alles. Aber dieser Mord war kein politisch rechter Mord. Die Familie Holland. Warum darf man ihn nicht als Nazi bezeichnen? Na, weil der Richter irgendwie nicht willens war, sag ich mal, das als politische Tat überhaupt zu bezeichnen, weil der Mann vielleicht nicht organisiert ist, weil man das nicht weiß, weil man weiß nichts über das Motiv, und weil man nichts über das Motiv weiß, weiß man auch nicht, wer der Täter ist sozusagen. Die Familie Holland sagt, weil es Hinweise gegeben hat in der Akte auf diesen Mann, der ist verurteilt, das heißt, er ist nicht mehr ein Tatverdächtiger, sondern ein Mörder Zielicinski. Der wird in der Ermittlungsakte erwähnt. Der ermittelnde Kommissar
tut das ab, indem er sagt, ja, der Hinweis ist nicht wichtig, es hat keinen Bezug zu Neukölln. Hört sich an, als ob der gar nicht weiß, dass der eine Tatort und der andere Tatort in Neukölln liegen. Und dann sagt natürlich die Familie Holland, wäre diesem Hinweis damals, den es 2013 gegeben hat, nachgegangen worden mit Gründlichkeit, dann wäre womöglich unser Sohn nicht erschossen worden. So gibt es also irgendwie ganz viele dieser Geschichten, die passiert sind und die, glaube ich, insgesamt mal eingeordnet werden müssen, um zu wissen, was heißt denn eigentlich Struktur und ist Struktur vielleicht auch, dass ich mich entscheide, welchen Hinweisen gehe ich nach, wo setze ich meine Ressourcen ein und wo eben nicht. Und aber jetzt, sagen wir mal, von 2011 bis heute gibt es trotzdem, ihr habt ja viel bei Reach Out mit Polizeiermittlungsarbeit zu tun, gibt es irgendeinen Wandel, Wechsel, irgendwas, wo ihr sagen würdet, da erkennen wir, da hat sich was verändert, das war früher anders, das war früher noch schlimmer oder besser, unwahrscheinlich? Es fällt mir schwer. Es fällt mir deswegen schwer, das zu sagen, weil wir natürlich immer auch sagen, nach NSU, Selbstenttarnung, kann man nicht so weiterarbeiten. Da kann man einfach nicht mehr so tun, als gäbe es irgendwie keine Information trotzdem. Die sollen untersuchen, wenn die Tat so ist, dass man vermuten kann, dass es vielleicht Rassismus wäre. Dann sollen sie das zu ihrem handlungsführenden Ermittlungen machen. Das machen sie aber nicht, weil 2006 gab es einen Angriff durch mittelalte Männer, die Geflüchtete angegriffen haben und den Sohn, also Vater und Sohn, sind angegriffen worden. In diesmal Lichtenberg, aber in einer Manier, die wir schon von früher kannten. Ich habe dann war bei der Befragung dabei und habe dann gesagt, na ja, also da sind fünf Männer, die gehen auf einen los und mit einem Teleskopschlagstock sieht aus wie Nazis. Dann sagte dieser ermittelnde Beamte, an jedem Tag würde ich Ihnen da recht geben. An diesem Tag. Das war nämlich zur Zeit des am gleichen Tag des Amri-Anschlages, lief sozusagen im Fernsehen die ganze Zeit irgendwie die Berichterstattung über den Anschlag. Da kann das jeder gewesen sein. Dann habe ich gesagt, ja, aber jeder hat doch nicht einen Teleskopschlagstock in der Hand. Und ja, aber das kann man irgendwie sozusagen im Internet einfach kaufen. Und er hat gesagt, dieser Anschlag wird nicht aufzuklären sein. Das heißt, schon in der Zeugenbefragung des geschädigten Zeugen hat er halt prognostiziert, dass sie da nichts tun werden, weil sie gerade Wichtigeres zu tun haben. Also Straffreiheit für Nazis ist, glaube ich, auch eine Struktur. Ich lasse das mal so stehen. Ich habe noch eine letzte Frage. Reach Out ist eine Opferberatungsstelle für ganz Berlin. Wir reden heute Abend überwiegend über Neukölln. Ist das sozusagen ein spezielles? Wie ist das mit den anderen Stadtteilen? Oder ist das wirklich so ein Neukölln-Phänomen? Wir können nicht über Neukölln nur reden. Wir müssen wenn wir über das Landeskriminalamt reden, das zuständig ist für die ganze Stadt und wissen müsste, wenn in Lichtenberg was in dieser Art und Weise passiert, dann ist das genauso Thema, ihre Pflicht, das so auf, also das ist ja keine lokale Ermittlungsbehörde, sondern das ist sozusagen die Berliner Behörde, um rechte, rassistische, antisemitische Taten aufzuklären. Und da sollte, deswegen ist es ja auch so eine Fachstelle sozusagen, da sollten Informationen zusammenlaufen und da sollte sozusagen Wissen über rechte Strukturen innerhalb und außerhalb der Polizei sein. Also finde ich schon. Also, okay. Danke. LKA. Ich bleibe mal auf der Seite. Ferhat Kutschak ist Antifaschist, Aktivist bei Aufstehen gegen Rassismus. Er ist Lokalpolitiker bei den Linken im Berliner Bezirk Neukölln und engagiert sich seit vielen Jahren gegen Rechtsextremismus und Nationalismus.
vor 2 Jahren, also ziemlich genau vor 2 Jahren, ich glaube übermorgen vor 2 Jahren, wurde ein Anschlag auf sein Auto verübt von 2, ich glaube, man kann das so sagen, stadtbekannten Neonazis. Mutmaßlich stadtbekannten mutmaßlichen Neonazis. Das mutmaßlich muss an die richtige Stelle. Und das Auto stand neben ihrem Haus. Und im Grunde ist es einfach nur Glück, dass nicht mehr passiert ist als Sachschaden. Dann kam raus, und das ist nochmal hinten raus sehr krass, dass Rechtsextremisten über Monate hinweg sie ausspioniert hatten und die Behörden wussten davon. Und sie haben sie nicht vorgewarnt. Das LKA hat der Polizei quasi Bescheid gesagt, aber dann ist, glaube ich, nichts passiert, wenn ich es richtig verfolgt habe. Also, vielleicht fangen wir mal an mit einer gefühligen Frage. Wie groß ist Ihr Vertrauen in das LKA und unsere Sicherheits- und Ermittlungsbehörden? Ja, bevor ich auf die Frage antworte, möchte ich mich erstmal bedanken, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich sehe hier auch einige Betroffene. Das ist für uns Betroffene vor allem sehr wichtig. Durch die Öffentlichkeit fühlen wir einen gewissen Schutz, den wir durch die Polizei nicht bekommen oder durch die Sicherheitsbeamten. Und deshalb klasse nochmal, dass ihr hier seid. Vielen, vielen Dank. Ich sehe hier auch die Gruppe Basta. Das ist für mich nochmal ganz wichtig zu erwähnen, weil die jeden Donnerstag von 10 bis 12 Uhr vor dem LKA stehen. Sorry, 8 bis 10. Und die Sicherheitsbehörden sozusagen, genau, zum Glück seid ihr, die Sicherheitsbehörden direkt sozusagen damit konfrontieren und sie eigentlich dazu zwingen, sich zu reagieren. Und das finde ich so klasse, dass die sich halt auch anfangen, mal Gedanken zu machen. Und wir sehen ja, dass eine gewisse Bewegung da reinkommt. Kürzlich habe ich gelesen, dass ein Vorgesetzter seine Mitarbeiter halt sozusagen genau angezeigt hat, in Anführungsstrichen, also schon mal die Info weitergegeben hat, dass dort irgendetwas Rechtes stattfindet. Das sind aber Bewegungen, die stattfinden, weil wir den Druck aufrechterhalten. Und es ist wichtig, dass wir auch den Druck weiter aufrechterhalten. Wie fühle ich mich? Ich wollte das nämlich vorhin auch schon sagen. Auf Türkisch würde man sagen, Ayaklarınıza sağlık, ihren Füßen. Gesundheit euren Füßen. Genau. Gesegnet seien eure Füße, die euch hergetragen haben, weil das wirklich total toll ist. Und eigentlich sollten wir die Bilder ruhig auch so von der Crowd zumindest zeigen und zeigen, dass es eben Interesse an dem Thema gibt. Also genau, aber trotzdem ist es ein Problem, wenn man Gesichter sieht, weil ja, genau, ja, nee, die Rechten halt so ja uns eigentlich ausspionieren und Antifaschistinnen danach angreifen. Verpixelte Massen. Aber ja, Punkt ist klar. Mein Vertrauen, also direkt nach dem Anschlag muss ich mal sagen, war das sehr, sehr ambivalent. Was mich eigentlich wieder zum Leben zurückgebracht hat, sind eigentlich die beiden Vereine, die tagtäglich sich dafür engagieren, dass das den Betroffenen halt geholfen wird. Zum einen Reach Out, die mich aufgefangen hat mit psychologischer Beratung, mit alltäglicher Unterstützung. Vor unserem Haus ging auf einmal das Licht nicht. Reach Out hat dafür gesorgt, dass das wieder funktioniert, damit wir versuchen können, zumindest zu schlafen. Geschlafen habe ich trotzdem nicht, auch wenn die Polizei vor der Tür stand, weil ich wusste ja nicht, ob der Typ vor der Tür eigentlich einer derjenigen ist, der mich verraten hat oder beziehungsweise der die Infos weitergegeben hat. Also so weit geht das, dass ich einem Polizeibeamten, der vor der Haustür steht, nicht wirklich vertrauen kann, ob er wirklich auch nicht rechts ist. Und so fühle ich mich zurzeit auch, dass ich nicht den Sicherheitsbehörden vertrauen kann. Ich hatte letztens ein Treffen und habe denen auch ganz klar gesagt, ich weiß nicht, wem ich von euch trauen kann und wem nicht. Das muss man untersuchen. Deshalb fordern wir ja auch einen Untersuchungsausschuss, um mal klarzustellen, okay, wo sind hier die Probleme, welche Sicherheitsbeamten sind rechts, sind es nur Einzeltäter, so wie Sie es immer wieder erwähnen, oder ist dort wirklich ein Netzwerk, wenn die Ermittlungen laufen nicht und wir brauchen Antworten? Und wir Ermittlungen, die seit 2009 trotz bekanntem Täterkreis zu keinen Ergebnissen führen, da sind wir uns alle sicher, die Fehler stecken viel weiter in der Tiefe und da muss man rumgraben. Sie sind ja jetzt Betroffener, aber auch Experte. Deswegen die Frage, woran liegt das mit den fehlenden Ermittlungserfolgen? Ist das Inkompetenz oder Unwille? Weil ehrlich gesagt, ich weiß ja auch nicht, was vom PR-Image besser ist, ob man sagen will, man hat es nicht drauf oder...
Man hat nicht die richtige Einstellung. Zurzeit wird gesagt, dass halt Fehler geschehen sind. Aber was ist Ihre Beobachtung? Also meine Beobachtung ist, dass erstmal sehr lange, also wir reden von 10 Jahren, sehr lange wurde gesagt, wurde sozusagen gegen die Betroffenen argumentiert, dass die halt nicht, dass es halt alles Unfug ist, was die erzählen, dass mit den Ermittlungen was nicht stimmt, dass Beweismittel nicht aufgenommen wurden. Jetzt mittlerweile gehen die Sicherheitsbehörden einen Schritt weiter und sagen, okay, wir geben mal Fehler zu, weil da kommen sie nicht mehr raus. Dafür haben Journalistinnen und Journalisten sehr gute Arbeit geleistet und sehr viel eigentlich zutage geführt, was noch nicht mal die Betroffenen wussten über ihre eigenen Fälle. Ich würde sagen, dass das von allem etwas da drin steckt, aber um wirklich herauszufinden, wo der Fehler liegt, brauchen wir diesen Untersuchungsausschuss. Und ich gehe mal den Schritt noch, was uns eigentlich von der Politik immer zugeworfen wird. Seitdem wir einen Untersuchungsausschuss fordern, sagen uns die Grünen und auch die SPD, der Innensenator, oder beziehungsweise der Innensenator nicht, aber Teile, ja, wir können ja einen Sonderermittler einrichten. Okay, aber seit einem Jahr erzählt man uns von einem Sonderermittler. Wir fordern einen Untersuchungsausschuss, aber auch, es gibt noch nicht mal eine Bewegung in Richtung Sonderermittler, sondern man macht das, versucht das so abzubügeln, dass man sagt, okay, die Sicherheitsbehörden kontrollieren sich selber und sollen sich jetzt sozusagen selber wieder erneuern, sage ich mal. Und das funktioniert nicht, weil dort festgefahrene Strukturen sind seit Jahren und wir brauchen dafür einen Untersuchungsausschuss. Wir hätten diesen Untersuchungsausschuss eigentlich schon für den NSU gebraucht, weil es riecht auch Richtung NSU bis nach Neukölln. Das Falkenhaus, das 2011 in Brand gesetzt wurde, nur mit viel Glück haben in der Nacht, als das Haus abgebrannt ist, keine Kinder dort übernachtet, stand auf der NSU-Terrorliste. Also schon seit dem NSU, seit der NSU-Aufdeckung, seit dem NSU-Skandal, müsste eigentlich die Berliner Politik einen Untersuchungsausschuss hier in Berlin einfordern. Tut sie nicht. Wir fordern jetzt für Neukölln einen Untersuchungsausschuss, denn es geht so nicht weiter. Wir brauchen Aufklärung und wir müssen wissen, wo sind die Fehler. Dankeschön. Darf ich kurz noch was sagen? Ja, genau. Ja, vielleicht auch mal die Unterschrift, aber ja, egal. Genau. Wie damit umgegangen wird, haben wir eigentlich jetzt vor kurzem gemerkt. Vielleicht habt ihr das auch mitbekommen, kurz vor Weihnachten gab es Markierungen von Einkaufsläden, von Migrantinnen überwiegend mit Hakenkreuzen, SS-Runen. Zum einen, die Angriffe finden punktuell jetzt auch im Norden statt. Das bedeutet, weil es der Terrorserie im Süden keine Aufklärung gibt, trauen sich die Neonazis jetzt in den Norden und greifen dort Menschen an, Migrantinnen und auch Antifaschistinnen. Und zum anderen reden die Sicherheitsbehörden und auch zum Teil die Presse über Schmierereien. Schmierereien sind für mich Kinderschmierereien. Das sind Markierungen und wir kennen das hier in Deutschland, warum Läden von Migranten markiert werden. Das heißt, ihr seid hier nicht willkommen, Ausländer raus und. Und deshalb sollten wir hier über Markierungen reden und wir sollten das auch ernst nehmen. Das ist nicht nur einfach nur Schmierereien. Und daran merken wir, wie eigentlich mit dieser rechten Terrorserie umgegangen wird. Wir müssen das ernster nehmen und wir müssen den Druck aufrechterhalten. Dankeschön. Da müssten wir dann wahrscheinlich auch nochmal über die Rolle von Medien vielleicht reden, gerade was so Wörter angeht. Aber ich würde trotzdem erstmal mit Martina Renner weitermachen wollen, wenn ich die Karte finde. Ich bin berühmt für meine chaotische Zettelwirtschaft. Sie sind stellvertretende Vorsitzende der Partei Die Linke und Abgeordnete im Bundestag und dort Sprecherin für, ich liebe es, dass es eine Fraktion gibt, die das hat, antifaschistische Politik. Ich auch. Ich glaube, Sie sind auch die einzige, ne? Das ist wahrscheinlich so, ja. Genau, berühmt, berüchtigt wegen ihres Antifa-Buttons im Bundestag gejagt und so. Aber und Sie sind Mitglied im Innenausschuss und dort Vorsitzende Ihrer Fraktion, also oder Obfrau heißt das, Bundestagsjargon, Obfrau Ihrer Fraktion im Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz im Dezember 2016 im Weihnachtsmarkt. Das LKA, das Berliner, steht ja in der Kritik im Vorfeld des dschihadistischen Anschlags auf dem Breitscheidplatz die falschen Prioritäten gesetzt zu haben und inkompetent folgenschwere Fehlentscheidungen getroffen zu haben.
Könnten Sie ein bisschen erzählen, was ist da schiefgelaufen? Worauf deutet das hin? Was läuft da möglicherweise schief in unserem Landeskriminalamt? Ja, sehr gerne. Und es mag vielleicht verwundern, wenn unter der Fragestellung rechte rassistische Einstellungen und Praktiken in den Ermittlungsbehörden man über den Anschlag auf den Breitscheidplatz spricht. Aber ich glaube tatsächlich, wir müssen den Blick weiten auf die gesamte Ermittlungstätigkeit des LKA, welche Fehler dort laufen und vor allem, warum die geschehen. Und nach mehr als 2 Jahren Beweisaufnahme im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss machen wir das LKA Berlin als eine der hauptverantwortlichen Behörden für falsche Einschätzung im Vorfeld des Anschlages zum Attentäter und der Strukturen, in die er eingebettet war, aus. Und das heißt tatsächlich, wir müssen uns auf der Ebene mit dem LKA Berlin beschäftigen, nicht nur was die Einstellungen zur Arbeit betrifft, war ja eben schon das Wort Inkompetenz, sondern eben auch, was möglicherweise dahinterliegende politische Einstellungen angeht, die auch Fehleinschätzungen verursachen können. Ich will das Wesentliche, was wir festgestellt haben, zur Rolle des LKA im Zusammenhang mit diesem dschihadistischen Anschlag unter die Stichworte Inkompetenz, Stereotypen und falsche Priorisierung setzen. Inkompetenz an 3 Beispielen kurz erklärt. Eigentlich beobachten wir dort das, was auch bei den Ermittlungen zu rechter Gewalt bzw. Rechtsterror seit vielen Jahren, aber spätestens seit dem NSU in den Ermittlungsbehörden als Kritik steht, dass man eben dort nicht in Netzwerken denkt, sondern eben immer wieder auf der Suche nach vermeintlichen Einzeltätern ist. Und auch hier ist es so, dass man eben nicht nur nach dem Anschlag vorschnell den Attentäter als Einzeltäter bezeichnet hat, sondern auch im Vorfeld überhaupt nicht geschaut hat, wie dschihadistisch-islamistische Netzwerke in Deutschland und Europa funktionieren, welche Hierarchien es gibt, welche auch Rollen Einzelne haben in einem System von Befehl und Gehorsam. Zum Zweiten, wir konnten durch die Vernehmung von Zeugen und Zeuginnen Erschreckendes zutage fördern, dass man bar jeder Kenntnis ist zu den ideologischen Grundlagen des Dschihadismus. Also ein LKA-Beamter dort in der Befragung wurde danach irgendwie befragt, ob er den Namen Abu Wala kennt. Also, selbst wenn man sich nicht tief damit beschäftigt, weiß man, das war sozusagen der Statthalter des IS, des Islamischen Staates sogenannten, in der Bundesrepublik Deutschland. Er sagte, den Namen hat er noch nie gehört. Das ist ungefähr so, als wenn ich einen Ermittler aus dem Bereich rechts fragen würde, kennst du Thorsten Heise? Und er sagt, um Gottes Willen, wer ist das? Ja. Ähnliches gilt irgendwie für zugrunde liegende auch Schriften und Anleitungen von dschihadistischem Terror. Auch das war komplett unbekannt. Das heißt, da fehlt wirklich der Kompetenzrahmen, um zu verstehen, was dort passiert. Das zweite, Stereotypen. Ich will sie nicht rassistisch nennen, aber ich glaube, es ist ein bestimmter Blick dort auf die Attentäter und ihr Umfeld, das auch ja, möglicherweise Ausdruck mangelnder interkultureller Kompetenz ist, aber vielleicht auch tatsächlich rassistischer Einstellungen, dass man eben im LKA Berlin zu dem Ergebnis gekommen ist im Sommer 2060, dass vor dem späteren Attentäter keine Gefahr mehr ausgehen würde, weil er dem Alkohol zuneigt, Drogen, alltagskriminell ist und eine Freundin sucht. Da muss man sagen, wer sich mit den Anschlägen in zum Beispiel Frankreich kurz zurückliegend beschäftigt hat, Bataclan oder dem Nizza-Attentäter, ich meine, die waren auf Koks, irgendwie, die haben gekifft, die haben getrunken, irgendwie alles dabei. Ja? Und das sagt überhaupt nichts. Ja? Also das ist wirklich, ich weiß nicht, mit welchem Vorurteilsblick man möglicherweise dort auch schaut. Und das Letzte, und ich glaube, das ist das Zentrale, das sind die falschen Priorisierungen. Und da hilft es halt nicht. Und deswegen bin ich auch dafür, tatsächlich das gesamte LKA zu untersuchen, wenn wir hier einen Untersuchungsausschuss in Berlin tatsächlich irgendwann mal durchgesetzt bekommen. Da hilft es nicht zu sagen, wie viele Beamtinnen und Beamte sind in den verschiedenen Phänomenbereichen beschäftigt. Links, rechts, Ausländer, Dschihadismus, Islamismus. Das sagt gar nichts, weil die permanent zwischen diesen Bereichen hin und her geschoben werden. Und die wirkliche Priorisierung sieht man tatsächlich nur in der Arbeit des LKA. Und da ist dann doch zu beobachten, dass gerade im Zusammenhang mit Wahlkämpfen, das sehen wir ja jetzt auch ganz konkret im Oberbürgermeisterinnenwahlkampf in Leipzig, das haben wir in Hamburg gesehen,
in der G20 oder wir haben es in Berlin gesehen, Sommer 2016. Einiges, was dort im Bereich Fehlentscheidungen im Zusammenhang mit dschihadistischer Gefahr stattgefunden hat, auch etwas damit zu tun hat, dass man falsche Priorisierung vorgenommen hat. Dass man zum Beispiel entschieden hat, Amri aus der Observation zu nehmen und andere aus dem Bereich links im Zusammenhang, nicht direkt, aber indirekt, mit der Rigaer Straße in den Vordergrund zu rücken. Und jetzt kommt der Punkt, der mich dazu bringt, lass es uns gesamt anschauen, wenn ich mir die Akteure anschaue. Dann ist es halt so, da ist eine Drehtür in dem LKA. Da ist einer, der war schon im NSU-Komplex unterwegs, hat da zum Beispiel die V-Person Starke geführt und taucht bei uns wieder als Ermittler auf. Da ist eine Frau, und ich glaube, Georg Heil wird dazu gleich noch mal mehr erzählen, die an dieser falschen Priorisierung im Sommer 2016 mitwirkt, die wiederum im Zusammenhang steht mit den Drohbriefen, die an die linke Szene in Berlin verschickt werden. Und dann ist es halt mehr als Pleiten, Pech und Pannen. Genau das ist der Punkt. Da sind Leute unterwegs mit einer Agenda. Da wird Wahlkampf gemacht, da wird eine Feindbestimmung links gemacht, da werden dazu Ressourcen und Personal verschoben. Und am Ende sind 12 Menschen tot, man muss das deutlich sagen. Und das ist der Link zwischen den Dingen. Und deswegen bin ich sehr dafür zu sagen, lasst uns das gesamte LKA anschauen. Was ist dort eigentlich los, dass dort so politisch instrumentell agiert wird? Wieso ist diese Behörde am Gängelband des Innensenators und seiner Politik? Und ich glaube, dann kommen wir auch ein Stück weiter, das Systematische zu sehen und nicht nur irgendwie die Einzelfälle in Berlin. Vielen Dank. Ich höre da jetzt raus, ein bisschen der Fisch stinkt vom Kopf. Und das ist schon auch eine politische Richtung, die da angegeben wird. Was heißt das konkret? Weil ich stelle mir jetzt einfach vor, da arbeiten Hunderte oder ich weiß gar nicht, wie viele Hunderte von Menschen. Und wir wissen ja, so einen Dienst kann man so und so machen. Man kann irgendwie vom Vorgesetzten, kann man umsetzen, muss man nicht. Also überhaupt, was heißt die falschen Prioritäten gesetzt? Wie werden denn da Prioritäten gesetzt? Was müsste passieren? Das heißt natürlich auch, wir müssen auch Verbündete in der Behörde suchen. Nicht alle, die dort arbeiten, sind Teil des Problems. Es gibt sicherlich auch Beamte, Beamtinnen, die Fehler sehen und die gerne intervenieren möchten, aber nicht können. Da müssen wir nochmal über das System Polizei reden, warum das nicht stattfindet. Aber ich glaube schon, gerade auch im Zuge einer parlamentarischen Aufklärung muss es darum gehen, tatsächlich dann auch zu schauen, wer auf Leitungsebene, wer auf Ebene der Staatssekretäre, wer auf Ebene irgendwie der Rechtsfach- und Dienstaufsicht im Innenministerium Verantwortung trägt. Neben dem, dass ich auch vollständig davon überzeugt bin, bei einzelnen Vorfällen, wie zum Beispiel dieser 88-E-Mail, das ist übrigens auch ein Kontext, den wir im Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss zutage gefördert haben, muss es mehr geben als reine irgendwie symbolische, disziplinarische Maßnahmen, sondern da muss hart auch strafrechtlich agiert werden und gegebenenfalls auch Beamte, Beamtinnen aus dem Dienst entfernt werden. Aber wenn wir uns auf eine parlamentarische Aufklärungsebene begeben, dann müssen wir tatsächlich schauen, wer dort die Stellschrauben dreht für diese falsche Arbeitsrichtung, für diese falsche Einstellung, für diese politische Instrumentalisierung. Und als will ich mal sagen, weil jetzt das Wort Sonderermittler. Ich habe jetzt 3 Komplexe parlamentarisch erlebt, in denen Sonderermittler eine Rolle spielen. Das war NSU-Aufklärung in Thüringen, das war der NSE-Untersuchungsausschuss und das ist auch ein Sonderermittler hier in Berlin im Zusammenhang mit dem Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss. Ich würde mal sagen, es gibt 2 Probleme bei Sonderermittlern. Erstens, sie werden von der Regierung eingesetzt. Und, das vergessen wir gelegentlich, von der Regierung bezahlt. Die kriegen Geld für ihren Job. Und die kriegen einen Auftrag. Und die wissen auch, wo die Grenze ihres Auftrages ist. Nämlich dort, wo sie Dinge zutage fördern würden, die ihrem Auftraggeber nicht gefallen. Und ich habe es noch nie erlebt in irgendeinem der 3 Komplexe, dass diese Sonderermittlung mehr als 25% oder 30% des Problems überhaupt sachgerecht beschrieben haben. Und dann kommen die an eine Grenze. Und über diese Grenze kommt nur ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss.
weil er Fragestellungen aufwirft, die kann kein Sonderermittler aufwerfen, weil ein Untersuchungsausschuss unabhängig der Regierung ist nämlich das Parlament, weil dort auch die Opposition vertreten ist und nicht nur sozusagen diejenigen, die gute Kontakte in die Behörden haben. Und deswegen, ich weiß, man wartet jetzt hier auf den Sonderermittler, ich würde da gerne ein bisschen die Erwartungen dämpfen, sondern mehr sagen, lass uns lieber Druck machen Richtung Untersuchungsausschuss, das halte ich für den besseren Weg. Also wir versuchen den Druck aufrechtzuerhalten, aber das wird uns halt von den Grünen und von der SPD immer zugeworfen, nicht vom Innensenator, von Teilen der SPD, und dann sagen wir, okay, also wäre jetzt meine Argumentation, wenn ihr uns das schon zuwirft, warum bewegt ihr euch nicht in die Richtung? Das sind einfach nur Häppchen, die uns zugeworfen werden, damit wir ein bisschen ruhiger werden, aber im Prinzip ist dort gar keine Bewegung drin und das ist das, was uns stört. Und zum Thema Untersuchungsausschuss, wir als Betroffene haben sogar die Polizeigewerkschaft angeschrieben, weil wir gesagt haben, ey, eigentlich müsstet ihr doch auch Interesse daran haben, die Nazis unter euch mal ausfindig zu machen, damit die Menschen wieder mal ein gewisses Vertrauen gewinnen. Ich meine, mal abgesehen von meiner linken Überzeugung, was das Sicherheitsapparat in diesem System für eine Rolle spielt, muss es ja im Interesse von denen selber sein, dass die Bevölkerung oder Teile der Bevölkerung wieder Vertrauen gewinnen. Nein, die haben sich erstmal gar nicht gemeldet und jetzt vor kurzem gab es, glaube ich, eine Nachricht, die noch nicht öffentlich ist, aber es gibt keine Bewegung. Also wir können da als Betroffene keine Unterstützung erhoffen, weil sie halt selbst ihre Kollegen halt nicht da, auch wenn sie rechts sind, wie sagt man so schön, an Bein pinkeln wollen. Das ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zu den Medien und dem öffentlichen Druck. Deswegen würde ich gerne Georg Heil noch mit reinholen. Sie sind Reporter, Chef vom Dienst beim ARD-Magazin Kontraste. Davor waren Sie im Investigativressort vom WDR und bei Spiegel TV und beschäftigen sich jetzt auch schon einige Jahre mit den Themen Extremismus und dem Umgang von Sicherheitsbehörden damit. Und ich stelle mir das auch so vor, dass Sie dann so in vertraulichen Gesprächen mit ErmittlerInnen zusammensitzen und da einiges an Nähe und Vertrauensbasis brauchen, um an Informationen zu kommen. Aber das ist jetzt Ihr Part, das zu erzählen. Die Frage wäre tatsächlich, vielleicht fangen wir damit mal direkt an, merken Sie einen Effekt? Wie wichtig ist es, dass man als Medien da drauf schaut? Und wie schwer ist es vor allem, da Informationen zu kriegen, wenn die Polizei eigentlich und überhaupt alle, auch die anderen Sicherheitsapparate, wenig Interesse daran haben werden, sich reingucken zu lassen in ihre Inkompetenz? Ich versuche, auf die Frage zu antworten, würde aber gerne ganz kurz vorher erstmal Danke sagen für die Einladung. Dann auch nochmal vorwegschieben, dass ich hier tatsächlich für mich spreche, nicht für meinen Arbeitgeber. Und zum Dritten auch noch erwähnen, dass es viele gute Kollegen von verschiedenen Medien gibt, auch aus meinem Hause, die sich mit diesem Komplex beschäftigt haben. Beispielsweise Kollege Jo Goll vom RBB, Kollegin Opalka, die Zeit, die Taz, die haben alle was dazu gemacht. Also ich bin sicherlich nicht der Experte, da sind viele vielleicht sogar viel besser qualifiziert. Ich kann hier zu einigen Geschichten, an denen ich gearbeitet habe, was sagen. Zur Frage, wie ich arbeite. Natürlich redet man, wenn man über eine Polizei berichtet, auch mit Polizeibeamten. Man stellt offizielle Anfragen, man redet auch inoffiziell. Ansonsten redet man natürlich auch ganz viel mit Politikern, mit Anwälten, mit Betroffenen. Das ist so ein bisschen natürlich das normale journalistische Geschäft. Zu Ihrer Frage komme ich auch gleich noch, will aber auch noch eine andere Sache vorwegschieben. Teil meiner Berufsbeschreibung ist, glaube ich, auch, dass wir als Journalisten unbequem sind. Deswegen möchte ich vielleicht ein paar Sachen sagen, die im Zweifelsfall auch hier unbequem sind. Ich kann nachvollziehen und respektiere und hinterfrage das gar nicht, dass Leute, die sich politisch engagieren, Leute, die Opfer von Bedrohung, von Gewalt, von Anschlägen geworden sind, sagen, ich habe da kein Vertrauen mehr in die Polizei. Das kann ich nachvollziehen. Ich kann das pauschal so nicht sagen. Ich habe tatsächlich auch privat schon mal mit dem Berliner LKA zu tun gehabt. Die sind auf mich zugekommen, haben gesagt, da gibt es eine Gefährdungslage. Das haben wir erfasst. Wir nehmen Sie eine Datei auf. Wir sperren mal Ihre Adresse. Das war ein sehr professioneller Umgang, wo ich sage, finde ich erstmal gut, dass die da auf mich zukommen. Das schafft dann auch Vertrauen. Beides ist wahr. Ich kann nachvollziehen, wenn Leute, die andere Erfahrungen gemacht haben, dieses Vertrauen nicht haben.
ich kann jetzt vor allen Dingen darüber reden, was ich alles nicht weiß und welche Fragen ich habe. Journalisten sind ja nicht nur unbequem oder oftmals dadurch unbequem, dass sie Fragen stellen. Ich weiß zum Beispiel auch nicht, ob das, was Sie vorhin eingangs gesagt haben, ob sich da tatsächlich ein Polizist mit einem stadtbekannten Nazi getroffen hat oder ob das jemand war, der so aussah. Da gibt es zwei verschiedene Varianten. Man kann darüber spekulieren, was irgendwie wahrscheinlicher ist. Die Wahrheit ist, ich war nicht dabei und ich habe keine Fotobelege gesehen. Da kann ich keine Aussage treffen. Wozu ich was sagen kann, das sind Sachen, die ich nicht ganz verstehe, Sachen, wo ich sage, da stellen sich mir aber noch mehr Fragen und da habe ich das Gefühl, das ist nicht richtig aufgearbeitet. Und dann kann man darüber reden, warum ist das nicht richtig aufgearbeitet? Sind die da in ihrer Kommunikation irgendwie unglücklich? Ist es die Inkompetenz, die sie angesprochen haben? Ist es irgendwie gewollt? Da bewegt man sich schnell im Bereich der Spekulation, weil wir müssen uns an die Fakten halten. Was ich bei den Fällen, mit denen ich zu tun hatte, fragwürdig finde, ist, und ich glaube, das ist im Übrigen, das möchte ich auch noch sagen, der Bund der deutschen Kriminalbeamten, eine Interessensvertretung der deutschen Kriminalbeamten, ein durchaus wichtiger Player, die haben vor wenigen Tagen getwittert, der Vorwurf, dass die Polizei auf dem rechten Auge blind sei, der entbehrt ja nicht jeglicher Grundlage. So, wenn das Kriminalbeamte von sich aus sagen, eine Interessensvertretung der deutschen Kriminalbeamten, dann, glaube ich, sind wir an einem Punkt, wo man auf jeden Fall sagen kann, diese Debatte ist absolut legitim. Und natürlich, Gaußsche Normalverteilung, gucken wir uns die Wahlergebnisse der AfD an. Es wäre ein Wunder, wenn auch in Berliner Ermittlungsbehörden nicht Leute sind, bei denen man zumindest starke Zweifel haben muss, ob sie auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Zu dem Oberthema hier, gibt es rassistische Strukturen in den Berliner Ermittlungsbehörden? Kann ich sagen, ich weiß es nicht. Es hängt zum einen davon ab, wie sie Strukturen definieren, zum anderen kenne ich die nicht, diese Strukturen. Was ich aber weiß, ist, es gibt Fälle von Menschen, die sich nicht nur von Dienstvergehen, sondern ich rede zweifelsfall auch von Straftaten, meiner Meinung nach schuldig gemacht haben. Und da habe ich Fragen dazu, wie das aufgeklärt wurde, warum dem nicht mehr nachgegangen wurde. Ein Beispiel, der Beamte, der kurz nach dem Amri-Attentat auf dem Breitscheidplatz seinem Chef dann irgendwie eine SMS schreibt, wo er sich über die Bundeskanzlerin echauffiert, dass die hier die Ausländer reinlässt und das Ganze dann unterschreibt mit 88, dem Neonazi-Code für Heil Hitler. So, da gibt es Leute, die sagen, ja, man muss die auch verstehen, die arbeiten da extrem viel, riesiger Druck, Ermittlungsdruck und die Wahrheit ist, ich möchte nicht mit denen tauschen. Ein Großteil der Beamten in Berlin gibt es auch Studien zu, es gibt Alkoholprobleme, es gibt Leute, die nur mit Beta-Blockern funktionieren. Also das ist ein Job, wo man zumindest ein bisschen Empathie auch mal aufbringen muss. Aber dieser Mann schreibt also Silvester seinem Chef irgendwie den Neonazi-Code für Heil Hitler. Jetzt gibt es Leute, die sagen, naja, der war frustriert, der war wahrscheinlich betrunken und aufgeregt. Ich bin auch ab und zu frustriert, pflege dann nicht und auch ab und zu betrunken, das ist auch ein Teil der Wahrheit. Aber jedenfalls pflege ich dann nicht, solche Neonazi-Codes irgendwie rumzuschicken. So, dass dieser Mann, der im Staatsschutz des Berliner LKAs gearbeitet hat, das ist für mich sozusagen die Kernzelle, da müsste eigentlich die Elite der Beamten, die über jeden Zweifel erhaben sind, die müssten da arbeiten. Die Leute, von denen man weiß, die stehen aber sowas von 150% auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und die kümmern sich um jeden in dieser Stadt, ob er nun links oder rechts ist und ob er ihnen politisch passt oder nicht. Weil unser Gesellschaftssystem, unsere Verfassung ist so, dass man diese Leute beschützen muss. Dass man Recht und Ordnung und auch die Werte des Grundgesetzes um jeden Preis als Beamter einer solchen doch Elite-Polizeibehörde-Einrichtung eben schützen muss. So, wenn so ein Mann sowas schreibt, würde ich als allererstes mal als Staatsbürger sagen, der hat da nichts verloren. So. Dann würde ich auch von der Polizeiführung erwarten, ein solcher Mann muss neben der Prüfung, was ist da jetzt strafrechtlich relevant, dienstrechtlich, nämlich disziplinarrechtlich, aber so richtig links und rechts eine um die Ohren bekommen, weil das gehört sich nicht. Die Frage ist überhaupt, gehört so jemand, der sowas macht, in den Polizeidienst? Und die Frage ist legitim. Wenn ich da mitbekomme, naja, also es gab einen Verweis disziplinarrechtlich. Dann kann ich das irgendwie schwer nachvollziehen und ich frage mich, haben die den Schuss nicht gehört, verstehen die nicht, wie sensibel das ist, verstehen die auch nicht, was auf dem Spiel steht, weil es steht nicht weniger auf dem Spiel als das Vertrauen in die Polizei. Und die Polizei kann auch nur dann gut arbeiten, wenn große Teile der Bevölkerung, die sich an Recht und Ordnung halten, ein Vertrauen in diese Polizei haben.
Polizei kriegt das größte Problem, wenn die Bevölkerung ihr nicht mehr vertraut. Und deswegen muss die Polizei das ureigenste Interesse daran haben, schwarze Schafe auszusondern. Und das scheint mir in dem Fall irgendwie schwierig. Und wenn dann später rauskommt, dieser Polizeibeamte hat einmal eine Vertrauensperson geführt, zusammen mit einem anderen Beamten. Und diese Vertrauensperson, ein Neonazi, hatte dem anderen Beamten, das ist ein Teil der Wahrheit, dem Kollegen, mal einen Hinweis gegeben auf das NSU-Trio. Da gibt es 3 polizeilich gesuchte Menschen, die irgendwie wegen Sprengstoff gesucht werden. Dieser Hinweis kam nie bei der Polizei in Thüringen an. Warum das so ist, weiß ich nicht. Schlamperei, was auch immer, ob da irgendwo unterwegs die Post verloren gegangen ist, kann ich nicht beurteilen. Und ob dieser spezielle Beamte sich da eines Vergehens schuldig gemacht hat, weiß ich auch nicht. Ich finde es aber komisch, dass dann ein leitender Polizeibeamter des Berliner LKA befragt wird zu dem Sachverhalt und dann irgendwie sagt, im Nachhinein, nachdem diese 88 SMS schon längst irgendwie stattgefunden hat und auch berichtet worden ist, dass der dann sagt, ja, also die Wahrheit ist ja, der ist auch schon in der Vergangenheit mit Äußerungen aufgefallen, die hier überhaupt nichts zu suchen haben im Staatsschutz. Und ich mich frage, wenn das der Fall ist, warum hat man nicht damals schon irgendwie gesagt, pass mal auf, so geht es nicht, du hast hier nichts zu suchen. Und wenn das schon nicht passiert ist, warum hat man dann nicht bei der 88-Geschichte gesagt, der Mann ist übrigens in der Vergangenheit schon? Warum kommt das auch erst bei ex post aus? Ich weiß nicht, warum das so ist. Ob das ein falsch verstandener Chorgeist ist, ob dem Ganzen nicht die Bedeutung beigemessen wird, bei der ich sage, die müsste es eigentlich haben. Fakt ist, das ist irgendwie schlecht gelaufen und es führt dazu, dass Leute Vertrauen verlieren. Das ist das eine. Komm gleich dazu. Das zweite ist, wenn man sich anguckt, den Fall der Drohbriefe, dann würde ich sagen, hier fällt jetzt immer das Berliner LKA, es geht ja um Ermittlungsbehörden, da haben wir es zu tun auch mit der Berliner Justiz, die sich nicht an die Regeln gehalten hat. Der Mann schreibt die Drohbriefe, ich bin kein Jurist, ich persönlich denke, es sind Drohbriefe und man könnte durchaus auch wegen Bedrohung ermitteln, das ist aber nicht passiert, sondern Datenschutz, Sie haben es eingangs gesagt. Und das zweite ist, da haben dann Betroffene erstens Anzeige gestellt, waren sozusagen dann auch nochmal Verfahrensbeteiligte und die hätten nach der Strafprozessordnung informiert werden müssen. Darüber, dass man jetzt einen Verdächtigen hat, darüber, dass man das gar nicht zum Urteil kommen lassen will, sondern dass der einen Strafbefehl akzeptiert, damit nicht vorbestraft ist, auch nicht mehr belangt werden kann juristisch wegen dieses Falls. Das haben die alles ex post erfahren. Und unser Rechtsstaat sieht vor, dass die das nicht ex post erfahren. So, warum macht die Berliner Justiz das? Kann man sagen, oh, blöd, Irrtum, dummer Fehler. Ich kann es nicht ausschließen. Aber das Geschmäckle, das dabei rumkommt, ist doch irgendwie, ja, die wollten ihn irgendwie schützen. Vielleicht haben sie Mitleid gehabt, gedacht, ja, der arme Mann verliert seine Existenz. Vielleicht gibt es auch andere Gründe. Diese Gründe kenne ich nicht. Aber dieses Fehlverhalten, das ist bekannt. Und das finde ich in der Tat mehr als fragwürdig. Und ich finde, das ist eine Aufgabe einer kritischen Öffentlichkeit, danach zu fragen und erst recht von Journalisten. Wir haben jetzt bei den Spekulationen das Stichwort Vertuschung noch nicht erwähnt. Also es gibt ja auch noch dieses Motiv, dass nicht nur Inkompetenz ist oder Desinteresse ist oder politisch motiviert, sondern eben auch, oje, oje, muss ja jetzt auch nicht an die große Glocke gehängt werden, wenn da was schief läuft oder noch schlimmer intern eben imagemäßig schaden kann. Also natürlich, jetzt haben Sie gesagt, Sie sind hier als Einzelperson nicht für Ihren Laden und auch nicht sozusagen für die Medien und trotzdem ist man in so einer Runde natürlich immer auch stellvertretend für die eigene Berufsgruppe und die Rolle der Medien würde ich einmal gerne noch mal kurz ansprechen. Also A, braucht es den öffentlichen Druck? Merkt man dann tatsächlich, ach, es geht doch auf einmal doch. Ja? Wenn öffentlich hingeguckt wird, dann wird eben doch ermittelt, dann wird eben doch irgendwie ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Und inwiefern ist denn der Fokus aus Sicht der Redaktion auch genügend auf das Thema gesetzt? Also ist dann im Zweifel die Clan-Kriminalitätsgeschichte doch interessanter und wie kommt es eigentlich, dass bundesweit einige dieser Fälle, von denen wir heute Abend gesprochen haben, gar nicht so wahrgenommen wurden? Die sind zutiefst skandalös. So. Klar, also es gab mal einen Bericht, auch bei Kontraste und sonst wo, aber warum sind das nicht große Aufreger? Wie gesagt, ich kann nicht für alle sprechen. Die Relevanz ist meines Erachtens da, weil wir hier sozusagen ins Innere des Rechtsstaats gehen, weil wir uns jetzt befassen mit Behörden, mit Justiz, wo man zumindest mal ganz genau hingucken und nachfragen muss.
Natürlich gibt es, da will ich die Medien gar nicht in Schutz nehmen, zumal das mit die Medien genauso wie mit die Politiker ist. Natürlich gibt es ein großes öffentliches Interesse an sowas wie Clankriminalität. Und ist das gerechtfertigt? Ja, ist es. Nur soll das heißen, dass man da nicht auch in sowas guckt. Ich finde persönlich, dass Clankriminalität ein Problem ist und dass man darüber berichten muss. Ich finde aber, ist im Zweifelsfall noch problematischer, wenn wir hier darüber berichten, dass solche Vorfälle in Ermittlungsbehörden nicht richtig geahndet oder richtig aufgeklärt werden. Das ist meine Meinung. Andere sehen das vielleicht anders. Ich würde aber auch die Ermittlungsbehörden nicht daraus aus der Pflicht entlassen, zu sagen, uns kann ja irgendwie herzlich egal sein, was die Medien berichten, wir müssen hier unseren Job machen. Und ja, eine kritische Öffentlichkeit und auch Medien helfen, das kann ich unter anderem daran festmachen, dass ich mitbekommen habe, dass beispielsweise in den Ermittlungsakten, die immer noch nicht komplett, aber immerhin doch in großen Teilen inzwischen wohl irgendwo kursieren sollen, in dem Fall der Drohbriefe, die Abteilung der Polizei, die für interne Ermittlungen hier zuständig ist, auch auf Schriftstücke geschrieben hat, dass die besonders wichtig sind, diese Ermittlungen, weil es ein großes öffentliches Interesse gibt. Kann man sich ausmalen, wenn es das nicht gäbe, würde das was verändern an den Ermittlungen? Mutmaßlich ja. Da steht immer groß eilt drüber. Da wird schon klar gemacht, das ist wichtig. Und das auch noch zur Ehrenrettung der Polizei. Die haben da mit Hochdruck ermittelt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass in dem Fall der Drohbriefe, die ja von einem Polizist verfasst worden sind, der das auch eingeräumt hat, der entscheidende Hinweis von einem der Betroffenen kam. Der ist nämlich zu einer Offset-Druckerei gegangen, hat diesen Drohbrief mal in sehr, sehr großer Auflösung scannen lassen, ist dann zur Polizei gegangen, hat gesagt, übrigens, hier gibt es den Machine Identification Code, den man, glaube ich, eingeführt hat bei Druckern, damit Falschgeldhersteller irgendwann mal ermittelt werden können. Jeder Laserdrucker hinterlässt da irgendwie so eine Art Fingerabdruck. Und darüber konnte man Hewlett-Packard fragen, wo ist denn dieser Drucker hingegangen? Die haben gesagt, ein Großhändler. Der Großhändler hat gesagt, ja, den habe ich verkauft an den Polizeipräsidenten von Berlin. Dann hat man geguckt, wer hat denn im fraglichen Zeitraum mit diesem Drucker ein neunseitiges Dokument ausgedruckt. Der Mann war also so doof, seinen Dienstdrucker auch noch dafür zu benutzen. Die Wahrheit ist, nach allem, was ich weiß, wurde damit Hochdruck ermittelt. Die Wahrheit ist aber auch, dieser entscheidende Hinweis, der kam nicht von der Polizei selber, sondern eben von einem der Betroffenen. Und das ist jetzt irgendwie zumindest unter sportlichen Gesichtspunkten nicht ganz gut für die Polizei, würde ich mal sagen. Ja, nicht nur unter sportlichen. Ich würde gerne noch auf einen Satz eingehen, den Sie gesagt haben, nämlich gibt es rassistische Strukturen in den Behörden? Ich weiß es nicht. Ich würde behaupten, ich weiß es, ja, die gibt es. Und zwar aus dem Grund, und das macht ein bisschen auch die Spannbreite, glaube ich, aus, über die wir heute Abend reden. Wenn man die Frage stellt, gibt es rechtsextremistische Strukturen, und darüber sollten wir jetzt als nächstes reden, dann ist die Frage definitiv komplexer. Aber zu glauben, dass in irgendeiner Behörde oder in irgendeiner größeren Gruppe in diesem Land rassistische Strukturen nicht vorhanden sind, ist an sich schon sozusagen die falsche Herangehensweise. Das heißt, selbstverständlich, wenn rassistische Strukturen vorherrschen, was sie tun. Wir haben alle bestimmte Klischees, Stereotypen und so weiter im Kopf und atmen, wie es manchmal heißt, Rassismus sozusagen in uns ein. Wir lernen bestimmte Gruppierungen und so weiter. Selbstverständlich wird es die auch in der Polizei und in sämtlichen Behörden geben. Und ich glaube, vielleicht braucht es da auch tatsächlich mal eine Betroffenenbefragung, weil die könnte das dann irgendwie auch valide erhärten sozusagen. Ganz kurz nur, dass ich da nicht falsch verstanden werde. Gibt es Rassisten in Berliner Ermittlungsbehörden? Aber ganz sicher. Die Frage ist, was sind Strukturen? Darüber müssen wir dann reden. Weil bei Strukturen denke ich, das sind organisierte Netzwerke. Ob es die gibt, weiß ich nicht. Ich will es gar nicht ausschließen. Struktureller Rassismus. Genau, wir reden aber, das ist glaube ich genau der Punkt. Wir reden über... Aber das kam jetzt ja auch ein paar Mal, man darf jemanden nicht Nazi nennen, weil er nicht organisiert ist, wo man irgendwie sagt, okay, was ist die Definition für einen Nazi? Muss der irgendwie sein Mitgliedsehrenwimpel der NPD tragen? Oder könnte es auch eine Person sein, die einfach rechtsextremistisches Gedankengut, naja, auch das Wort ist schon schwierig, aber rechtsextremistische Haltung, also rassistische Haltung kombiniert mit
arbeite jetzt mit an der Endlösung, reicht das nicht auch schon, wenn eine Einzelperson das macht? Und darf man die dann auch Nazi nennen? Und das sind natürlich diese Wordings, aber Rassismus als Begriff, der noch nicht Rechtsextremismus meint, sondern und auch nicht irgendwie motivierte, böse Säuberungsgedanken, sondern erstmal meint, man geht an verschiedene Menschen unterschiedlich ran. Darüber werden wir heute gar nicht so viel reden, weil das ist natürlich bei der Opferberatung auch wahnsinnig spannend. Wie werden manche Gespräche geführt? Mit wem? Ich glaube, wir hatten das im Vorgespräch schon. Findet, also schon der Film, der bei Polizistinnen und ErmittlerInnen abgeht, wenn eine Straftat an einem, was weiß ich, am Stuttgarter Platz war, glaube ich, das Beispiel passiert oder in Neukölln. Aber trotzdem glaube ich, damit wir in der Zeit, die wir haben, heute vorankommen, sollten wir uns nicht auf den Rassismus, sondern auf das Thema Rechtsextremismus in den Strukturen konzentrieren. Und da wäre jetzt einfach nochmal die Frage, also dass es rechtsextremistische Personen gibt und auch Haltungen und Einstellungen, das wurde heute Abend ja mehrfach erwähnt, aber was ist mit den Strukturen? Gibt es da tatsächlich Organisierteres? Weiß man darüber was? Wie gefährlich ist das? Wie ist da der Stand? Das würde ich gerne einmal in die Runde geben. Ja, vielleicht nur noch kurz eine Sache, weil das Thema aufgekommen ist, Thema in Anführungsstrichen Clan-Kriminalität. Ich will das nicht breit jetzt öffnen, weil das ein Thema für sich ist, aber wir müssen uns mal nur vergegenwärtigen, 2016 im Wahlkampf Abgeordnetenhaus hat die AfD auch schon im Bundestagswahlkampf über eine Säuberung der Sonnenallee gesprochen, über Umvolkung. Jetzt läuft der SPD-Bürgermeister da rum und macht medienwirksame Razzien in Läden von arabischstämmigen, muslimischen Menschen. Also nur das nochmal zu dem Thema, wie das alles wirkt, und diese Markierungen kamen ja nicht von irgendwo, sondern es waren auch Gebäude, die in diesen Filmen gezeigt wurden, die dann medienwirksam halt nach außen getragen wurden. Jetzt da würde ich auch gerne noch kurz was zu ergänzen. Ich glaube, wir werden dem Ganzen auch nicht gerecht, wenn wir nur über die Polizei reden, sondern tatsächlich auch über die Politik hier in der Stadt. Wenn man sich überlegt, dass es eine bestimmte Priorisierung gab, im Vorfeld des Breitscheid-Anschlags, im weiteren Vorfeld, wo man gesagt hat, okay, wir haben nur begrenzte Ressourcen, wir müssen also überlegen, wer sind die Leute, die wir beobachten wollen. Und da wurden dann irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt eben zwei Leute priorisiert, die nicht Gegenstand von Ermittlungsverfahren waren, sondern aufgrund des ASOG, des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes, irgendwie zur Gefahrenabwehr, als die Top-Leute priorisiert wurden, die man untersuchen muss. Bei Herrn Amri war das anders. Da gab es irgendwie Hinweise, der will sich den Kalaschnikow besorgen, da gab es ein Ermittlungsverfahren. Jetzt hat man aber gesagt, nee, diese der linken Szene zuzurechnen Menschen, gegen die überhaupt erstmal kein wirkliches Ermittlungsverfahren lief, die sind wichtiger. Natürlich ist es eine spannende Frage zu gucken, wie hat die Frau P. da mitgearbeitet bei der Priorisierung. Aber zur Wahrheit gehört eben auch, das Ganze findet statt in Berlin in Wahlkampfzeiten. Und wir hatten damals einen Innensenator, der irgendwie natürlich auch versucht hat zu punkten mit innerer Sicherheit, mit einem harten Vorgehen gegenüber Menschen, die Häuser besetzen oder zur linksradikalen oder linksextremen Szene gehören. Und ich finde, dass das deswegen auch gesagt werden muss, weil das ein Teil der Wahrheit ist. Und wenn ich mich schwer tue, dann den Polizisten vorzuwerfen, wenn es eine politische Vorgabe gibt, gegen die wollen wir jetzt vorgehen. Ich finde es erstmal richtig, dass sich Polizisten auch an politische Vorgaben von Innensenatoren halten. Und insofern ist das ein weiterer Punkt. Genauso wie man fragen muss, warum die Justiz bestimmte Leute da einfach so einfach vom Haken lässt. Das wollte ich nur dazu anmerken. Wir können ja vielleicht aus Ermittlungsbehörden Sicherheitsapparate inklusive ihrer politischen Leitung machen. Dann hätten wir die mit reingenommen. Aber es ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, auch. Sind jetzt wieder Mikros da? Ich gebe mein Mikro nicht aus der Hand. Mikro ist Macht. Genau. Es ist natürlich schwierig, von Strukturen zu reden, solange wir eigentlich nicht genau hingucken können. Aber ich weigere mich auch ein bisschen, das, was ich in Einzelgesprächen an rassistischen
Äußerungen kriege, nicht als eine Struktur zu sehen. Wenn mir ein leitender Angestellter der Polizei sagt irgendwie, naja, Sie wissen doch, arabische Männer, zu deren Identität gehört es, der hat bestimmt eine Fortbildung gemacht, ich bin mir sicher. Zur Identität des arabischen Mannes gehört es, ein Messer zu tragen. Der ist leitend. Der hat es gelernt. Der sagt das einfach so in einer Selbstverständlichkeit, wo man sich fragt, okay, das ist jetzt keine Struktur, das ist ein Einzelfall, aber der ist der Befehlshaber sozusagen, weil es funktioniert ja nun mal irgendwie von oben nach unten, für seine Angestellten, die da auch noch rumlaufen. Und dann denke ich, ja, scheiße, also Entschuldigung, aber es ist vielleicht nicht eine Struktur, wo alle mit 88 unterschreiben. Aber es ist eine Struktur, die Sätze möglich macht, wie Frau Seib, diese Leute gehen nicht zur Opferberatung, diese Leute gehen zum Paten. Was soll ich denn darüber denken? Das waren keine Italiener jetzt, die zum Paten vielleicht gehen könnten, sondern das war ein Angriff auf eine Frau mit einem Kopftuch. Das heißt, dieses tief verwurzelte Misstrauen, und dazu gehört die Clankriminalität und die Priorisierung da, ist natürlich eine zutiefst rassistische Analyse von wichtigen Straftaten und unwichtigen Straftaten. Wir haben gelernt, dass die Clankriminalität im Verhältnis zur organisierten Kriminalität gerade mal irgendwie sowas wie 8% ausmacht. Und was tun sie? Sie gehen in Shisha-Bars. Das ist eine Priorisierung, das ist Rassismus und das ist auch so gemeint. Also diese Priorisierung in Bezug auf, wir gucken uns jetzt mal die Araber und die Türken an in Neukölln, anstatt mal herauszufinden, wo sind eigentlich diese ganzen Nazis geblieben, die wir früher im Blick hatten und was machen die eigentlich jetzt? Und haben die vielleicht irgendwas mit Serien zu tun, von Anschlägen? Das passiert nicht. Und insofern wissen wir natürlich alle nicht, gibt es irgendwie rechte Strukturen und gibt es da ein Netzwerk? Das wissen wir nicht so genau, das müsste untersucht werden. Deswegen denke ich auch, ja, es müsste einen Untersuchungsausschuss geben oder andere Möglichkeiten, das zu untersuchen. Und natürlich müsste jede dieser Äußerungen, also das wäre dann wahrscheinlich irgendwie mein Job als Opferberaterin, irgendwie jedes Mal an die Presse gegeben werden. Das Gegenteil passiert. Ich muss es jetzt noch loswerden, weil es ist mein Auftrag sozusagen auch von Melek Bektaş, der Mutter von Burak, dass sie sehr verletzt darüber war, dass im Kurier geschrieben wurde, dass aus unbestätigten Polizeiäußerungen berichten hervorgegangen sei, dass Burak in einen Raub verwickelt gewesen wäre. Also, ne? Dass deswegen dieser Mord stattgefunden hat. Das passiert 2 Tage oder 3 Tage, nachdem ein AfDler in der Neuköllner BVV die Frage gestellt hat, ob Burak in die Clan-Kriminalität verwickelt gewesen wäre. Es gibt dafür nichts. Das ist wirklich untersucht. Es gibt keine Clan-Kriminalität. Es gibt überhaupt keine Kriminalität, in die Burak verwickelt war. Und 2 Tage später schreibt der Kurier dieses aus unbestätigten Polizeikreisen. Ich bin sicher, es ist aus Polizeikreisen gekommen. Und der Kurierschreiberling hat auch dafür wahrscheinlich was versprochen gekriegt, nämlich richtige Informationen, demnächst beim Bier vielleicht, mal gucken. Und das ist eine totale Verletzung. Frau Bektaş bezeichnet das als einen zweiten Anschlag, diesen Dreck, der da geworfen wird. Und dann wird natürlich irgendwie versprochen, dass es dazu Untersuchungen gibt. Diese Untersuchung gab es vielleicht nicht. Jedenfalls gibt es darüber keine Information. Genau. Und dann was muss ich? Ja. Leider mit Blick auf die Uhr. Ja. Also von wegen Strukturen und was kommt da raus und wie die Einzelfälle. Wenn man die Einzelfälle zusammenzählt, dann gibt es vielleicht eine Struktur. Genau. Frau Renner will noch was. Danke. Interessant ist ja auch, dass das, nämlich ob er in einen Raub verwickelt war, ob er in kriminellen Strukturen war, tatsächlich ausermittelt wurde. Das ist natürlich an sich auch nochmal so ein Punkt. Aber während Sie jetzt gleich was sagen, wollte ich nochmal sagen, ich habe es ein bisschen verpennt. Ich habe keine Uhr und ich bräuchte hier vorne irgendjemanden mit, genau, vielleicht, der Sie mich dann auch in so kurz vor halb noch mal intensiv angucken oder so, genau, hier oben. Aber ich werde es merken.
Genau, nach Ihrem Einwurfsstatement wollte ich nur sagen, wenn Sie was dazu sagen möchten, fragen möchten, dann können Sie sich schon mal bereithalten. Also es gibt ja zwei Fragestellen. Einmal, wie tickt die Polizei? Also wie weit sind dort rassistische, antidemokratische Rechte, Einstellungen, Haltungen vorhanden? Und ich glaube, das können wir hier nicht so einfach beantworten. Dafür brauchen wir eine unabhängige wissenschaftliche Evaluation. Der eben schon zitierte Bund Deutscher Kriminalbeamter fordert das auch. Gut, das ist ja schon mal irgendwie dann ein Bündnispartner an der Stelle. Muss es doch in Berlin möglich sein, dass man hier entsprechend einen Auftrag gibt, irgendwie Befragungen qualifiziert durchzuführen. Gibt es rassistische Strukturen? Ja, wenigstens gibt es Indizien dafür. Ich komme nochmal auf die 88-Mail zurück. Also dieser Beamte schreibt diese 88-Mail, die ja auch noch irgendwie flüchtlingsfeindlich ist und so weiter, die nicht nur die 88 drin hat, an den Vorgesetzten. So, was muss der voraussetzen, um so eine Mail an den Vorgesetzten zu schreiben? Er muss voraussetzen, dass der Vorgesetzte ihn nicht am nächsten Tag Maß nimmt, meldet und er seinen Schreibtisch aufräumen kann, sondern dass der Vorgesetzte im Einvernehmen bei dieser Einstellung lacht über den lustigen Witz. Und was heißt das? Es gibt Strukturen. Es muss rassistische Strukturen geben, sonst würden sich nicht Beamte, Beamtinnen geschützt fühlen, solche Sprache zu benutzen, solche Vorurteile in die Ermittlungen einfließen zu lassen, solche Mails zu schreiben. Es muss dafür rassistische Strukturen geben. Das heißt nicht, die haben eine Chatgruppe, wo drüber steht irgendwie, ja, Rassismus. Das ist Quark. Ja? Aber die sind sich im Wissen einig, dass die Kolleginnen und Kollegen auf dem Flur ähnlich ticken. Das ist ein Problem. Das hat was wiederum mit den Einstellungen zu tun. Die Einstellungen münden in Handlungen. Das ist bei der Polizei das Problem. Die münden im konkreten polizeilichen verfehlten Ermittlungen. Die Frage, gibt es darüber hinaus rechte, rechtsextreme, rechtsterroristische Strukturen? Für Berlin, muss ich sagen, müsste man das sich anschauen. Wir wissen aber aus anderen Bundesländern, dass es sie gibt. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, was sich gegen SEK-Beamte in Mecklenburg-Vorpommern richtet. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, was sich in Hessen gegen Polizeibeamte richtet, weil sie an eine rechtsterroristische Struktur Daten weitergegeben haben. Es gibt weitere Vorfälle in dem Kontext. Es gibt auch, was die Wortführer des Rechtsterror angeht, natürlich immense Hinweise darauf, wie eng die Verflechtung zwischen der AfD und den Polizeibehörden ist. Ich weiß nicht, wie viele Polizeibeamte jetzt in Thüringen auf dem Ticket der AfD in den Landtag gekommen sind, aber darunter eben auch der Pressesprecher des LKA Thüringen. Ja? Und das heißt, es ist aufgerufen, genau das zu untersuchen, ob es das gibt. Das werden die ja nicht freiwillig preisgeben. Ja, dazu glaube ich tatsächlich, braucht man eine Revision von außen. Das meint nicht nur Untersuchungsausschuss. Wir werden auch nicht damit hinkommen zu sagen, die interne Ermittlung prüft das selbst, weil das sind wieder Polizeibeamten und Polizeibeamtinnen, die ihre Kollegen und Kolleginnen überprüfen. Da wissen wir, was bei rauskommt. Wenig. Tatsächlich auch die Fragestellung politisch nicht so leicht zu beantworten, wer soll das machen? Soll zum Beispiel aus dem Bereich der Justiz die Polizei so einer Revision unterzogen werden? Oder wie machen wir das? Also ich sag mal so, wir sind an vielen Stellen auch, Polizeibeauftragter kommt jetzt für Berlin gut, aber wir sind an vielen Stellen tatsächlich auch auf dem Weg zu überlegen, was sind die nächsten Schritte zur Demokratisierung der Polizei? Und da ist ein Untersuchungsausschuss, Polizeibeauftragter, Einstellungsuntersuchung, drei Sachen. Ich finde aber auch, wir müssen darüber reden, wie tatsächlich Revision in der Polizei in Zukunft stattfindet. Und die meine ich im Moment, weil sie sich selbst evaluieren, ja, nicht in der Lage ist, solche Strukturen zu finden, zu benennen und auch dann, was das Ende vom Lied sein müsste, tatsächlich lahmzulegen. Ja. Das ist, glaube ich, auch etwas, was so ein bisschen auch Ausblick ist auf das, was noch kommen muss an Auseinandersetzung. Aber wenn wir da hinkommen, demnächst mal eine Einstellungsuntersuchung hier in Berlin zu haben, wäre ich schon froh, das wäre schon mal ein Punkt. Vielen Dank für die Geduld. Und ich glaube, bei sowas, ich meine, die letzten Jahre sind ja eh so, dass man irgendwie eigentlich, es wird immer alles düsterer und schlimmer und Aber vielleicht nochmal, das ist ein voller Saal. Es hat
trotzdem des Themas Spaß gemacht zu diskutieren und Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und gehen Sie trotzdem mit einem gestärkten Gefühl nach Hause. Ich hoffe, das ist gelungen.